Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Wie immer mit dem Nexus. Hallo. Mit dem Faustus. Jawohl, ja. Und mit der lieben Ruby. Hallo. Nexus und ich sind gerade dabei, den Tunnel hier mal ein bisschen hübsch zu machen, würde ich jetzt so behaupten. Wir wollten gerne, dass nicht mehr die ganzen Zacken hier sind. Weil wir euch aber... Ups. Ja, du sollst nicht gleich alles wieder kaputt machen hier. Weil wir euch aber nicht... 10 Minuten zugucken lassen wollt, wie wir die Steine kaputt hauen, obwohl bei mir werdet ihr das wahrscheinlich jetzt demnächst gleich sehen, haben wir das offscreen gemacht. In der Pause quasi. Genau. Aber ich werde jetzt hier hinten eine Mine bauen. Mine! Also seht ihr jetzt bei mir doch die ganze Zeit, wie ich Steine kaputt hau. Ja, aber gut dazu. Ja. Ich habe gerade ein paar gelbe Blumen gesammelt. Sehr gut. Ich habe auch oben schon gelbe Blumen angepflanzt. Das heißt, wir können da auch demnächst richtig viel Zeug rauskriegen. Das ist gut. Ja. Auch sehr gut. Was machen meine Steine, Betonklötze? Ja, gucke ich sofort. Eine Sekunde. Weil der liebe Nexus hat auch in der Aufnahmepause... da sind sie. Ja, Betonsteine gemacht. 92 Stück. Wunderbar. Weil ich fange jetzt nämlich oben an. An den Ecken unserer... Bunkerbase. Bunkerbase. Genau. Ja, ist jetzt ein Insider. Kann jeder was mit anfangen, aber ist egal. Ja, hier an den Ecken kleine Türme zu bauen. So, und ich habe hier auch in der Aufnahmepause nochmal angefangen, hier Klamotten wegzukloppen. Hier Stacheldraht und diese Spitzen, weil die sind auch sehr, sehr stabil. Die halten ein bisschen auf. Ja. Da die Garage ja, denke ich mal, so erstmal in Ordnung ist, machen wir jetzt Türme. Aber ich brauche ganz, ganz viel Beton. Ja, ich bin auch gerade schon wieder am Herstellen. Wolltest du jetzt hier nur so eine Tür, ja, ne? Ja, eine Tür. Okay. Ich helfe dem lieben Mödern mal, damit das ein bisschen... Das schöner und schneller geht. Ich will hier auch den Müll weghaben halt, das mache ich mal schnell. Ja, ich habe mal eben kurz die beiden Sachen repariert, die ich schon wieder kaputt gemacht habe gerade. Gibt's aber nicht. Nee, deswegen habe ich das jetzt ja mal direkt wieder sauber und ordentlich repariert. Weil ich ja weiß, die Bubi mag das nicht, wenn das so kaputt ist. Ja. Ich mag das nicht, wenn hier überall der Müll rumliegt tatsächlich. Nee, wer mag das schon. Also ich finde, wir sollten dann hier auch noch einen Durchgang machen, da ja eh das Loch ist. Den machen wir vielleicht wieder zu und hier machen wir eine Tür rein oder so. Ja, schauen wir. Metall ist auf jeden Fall auch schon in der Schmiede zum Bau von neuen Äxten. Sehr gut. Du machst ja gleich neue Picken, ne? Ja, zumindest gebe ich es dann noch in Auftrag. Genau, weil du die ja am besten. Du kannst ja die besten Dinger machen. Ah ja, das habe ich jetzt schon Gerücht. Scheiße, ich habe Hunger und Durst. Ich habe gerade Fleisch in die Essenskiste gelegt und da ist auch noch Tee. Oh, das ist super. Und ich mache jetzt gleich noch. Ich brate jetzt gleich noch ein bisschen Fleisch. Ja, mach mal Bacon and Eggs. Habe ich schon. Achso. Mehr Eier haben wir leider nicht. Warte, die muss ich auch noch reinpacken. Warte. Ja. Nimm ein bisschen Fleisch raus. Mach jetzt noch mehr. Ja, zu zweit geht das halt besser. Also zumindest hier erstmal den Gang. Ja. So, der erste Turm steht. Ist jetzt nicht schön, aber ist mir eigentlich egal. nicht schön, aber nee. Selten. Ja, genau. Funktionell, ne? Also, ja. Sag mal, wir machen jetzt hier auch die Mauer später noch höher, auf jeden Fall. Obwohl, das kann ich jetzt machen. Ich habe noch... Wie viel Beton habe ich dann doch noch? Ich gehe mal eben kurz Beton aus dem Mixer holen. Dann kann ich schon mal neue Betonklötze anfangen. Ja. Weil dann kriegst du nochmal 50. Kommen denn eigentlich Steine rein? Ja. Steine kannst du entweder in die Forge-Kiste packen oder aber besser im Moment jedenfalls. Obwohl doch in die Forge kannst du auch. Doch, du klar, für Zement muss auch Stein in die Forge. Ja. Aber über dem Betonmischer ist auch eine Kiste, da. Kann auch Stein rein halt. Machst du vielleicht halbe.
Okay. Mach ich das so. Ah, drei Lagerorte für Steine. Ja, ist halt... Hey! Entschuldige, ich versuche hier an dir vorbeizuhauen. Aber du bist so raumgreifend. Ja, und? Ich bin ja auch Buttergolem. Buttergolem? Ja. Naja. So, das ist der letzte Stein, den sind wir durch die Wand. Ja. Und ab da können wir Mine. Oh, Kreischerin. Süß. Wo ist die? So, ich würde gerne mal raus, um was zu essen. Ja, dann geh mal los. Ich mach noch ein bisschen weiter. Da kommen hier ein paar Zombies. Ruby hat das Spiel verlassen. Oh nein, schon. Oh nein, PC. Oh ja. Und somit ist dann auch die Folge bei dir im Sack. Ja, es ist so zum Kotzen mit ihrem Rechner, ey. Ja. User in your channel timed out. Ich hab auch echt keine Ahnung, was das ist, Alter. Ja, das. Reparaturkontrolle war ja in Ordnung, ne? Soweit. Ja. Ja, sie hat gerade geschrieben, sorry, wieder raus. Wieder ausgegangen. Das haben wir bemerkt. Ja. Ja, das Schlimme ist ja nicht nur, dass der Rechner ausging, sondern dass auch die Folge, bei der jetzt im Sack ist, ne? Ja. Ja, wieder mal, ne? Ey, noch eine Kreischerin, was ist denn los? Dann treffe ich die nicht mal. Ich gehe auch immer ein bisschen gern in die Breite. Ja, ich habe jetzt erstmal nur einen Gang gemacht, damit wir überhaupt hier so zweit arbeiten können. Ja. Na, dass jetzt du zum Beispiel eben die Breite machst und ich eben erstmal die Tiefe. Habe ich einen Spider? Ja, ich habe keine Lust hier, ich bin am Bauen. Ja, geh mir mal hier am Sack. Na, dann müssen wir gleich auf jeden Fall noch ein paar Spikes reparieren. Ja, klar. Das war jetzt ja erstmal nur, Performer. Ich habe ja noch ein paar rein, noch ein paar gesetzt gehabt. Ich hatte noch 32. Stein kriegen wir jetzt auf jeden Fall genug essen. Das ist auch wichtig. Wir brauchen es ja für eben Zementblöcke. Ja. Und wir brauchen es ja auch noch mal, um die ganze Basis auf Beton aufzubauen. Ja. Dann mache ich jetzt zwei Reihen hoch, ja, ne? Ich glaube, hier mache ich zwei hoch. Ja, muss ich auf jeden Fall. Das ist natürlich für euch jetzt vielleicht ein bisschen langweilig. Aber ja, aber auch das gehört dazu. Genau, es muss ja sein. Ja, das ist korrekt. Ich muss jetzt auch die blöden Spitzen hier auf der Mauer wegholen und die haben auch 3000. Ja, Hals, nennt man das auch Hals? Ja, ne? Ja, würde ich erstmal. Haltbarkeit, fertig. Ist der Strukturhals. Ja. Ja, oder so, ja. Und das dauert halt auch ein bisschen, ne? Ja. Aber so ist das. Solange mir kein Kreischer wieder um den Sack geht hier. Jetzt kommt die Ruby aber hier in den TS nicht rein, ne? Weil ich glaube nicht. Ist die schon wieder da? Ich weiß nicht, ich müsste raustappen dafür. Ich auch. Ja, ich komme gerade nicht in Teamspeak rein, irgendwie will er das nicht. Warte mal. Komme ich, wenn ich Pause drücke, darüber? Ja, ich glaube, ich werde im TS noch einen Vierer-Raum erstellen dafür. So, warte mal, ich mache das aber mal so, ich hoffe... Oh, okay. Hallo? Hallo? Ja. Ja, so. Bei mir ist das wieder gut gegangen. Ja, doof. So ist auch die Folge im Sack, ne? Das ist doch so. Dafür konnten die Zuschauer bei mir jetzt mal meinen Desktop sehen. Soll ich wieder reinjoinen? Ja, klar. Na, 10 Minuten ungefähr haben wir noch. Eben, kannst du wenigstens zusammenschneiden, die beiden Folgen. Ja, die eine ist ja kaputt, dann muss ich da wieder... Ach so.
Ja, ich habe das Ding jetzt auch gar nicht gestartet. Naja. Ich bin wenigstens dabei, den Rest doch. Ja. Dann machst du quasi jetzt eine Winterpause. Das ist komisch, ich weiß auch nicht. Das ist scheiße. Das hatte ich ja gestern auch mit Rocket League. Ja. Wieder, ja. Okay, aber liegt nicht am Spiel selber, ja? Nee, es liegt wirklich am Rechner, ne? An grafiklastigen Spiel. Oder. Ja, Rocket League, ich bitte dich, das ist aber wirklich nicht grafiklastig. Ja, das ist auch immer ganz komisch. Ich mach das Spiel an, also Rocket League jetzt, und dann bin ich kurz dann im Hauptmenü und dann sagt der Rechner, ich fahre jetzt neu hoch. Und bei Seven Days ist es so, ich spiele einfach schon die ganze Zeit und dann macht er das. Also ich weiß auch nicht. Ja, vielleicht gönnt der PC, will dir vielleicht eine Pause gönnen zwischendurch. Ich bin gerade vom Server geflogen. Echt jetzt? Ja. Also heute nur technische Probleme. Ja, aber mir läuft die Aufnahme aber immerhin. Ja. Geneckt ist auch. Was? Du auch? Aber ich krieg gerade die Anzeige, hurra, die geteilten Spiele von Nexo stehen Ihnen wieder zur Verfügung. Nee. Okay. Weil das sollten die Zuschauer vielleicht wissen, nur dann Nexus und ich, wir haben Family Sharing eingerichtet und... Ja. Ja. Also ich weiß nicht, Ruby, dann wenn, Spiele. Wenn du da auch Bock drauf hast, könnten wir das auch machen. Ja, wieso nicht? Ja. Eben, warum nicht? Da bin ich wieder. So, was wollte ich jetzt? Genau die Fragen habe ich mir auch gerade gestellt. Ja, dieser Crush-Sand, den man hier abbauen kann, ist auch sehr geil, ne? Ja, aber jetzt ist meine Schaufel kaputt. Ich hab doch Stein schon weggelegt, oder? Ah ja, genau, Stein, Beton. Nexus, guck mal, Beton? wir sind hier 50 in Blöcke. In einer gut beleuchteten Mine, aber wenn wir unsere Helme ausmachen, guck mal, wie dunkel das hier ist. Ich bin gerade weggegangen, deswegen kann ich das leider nicht sehen. Deswegen hängen wir nachher hier natürlich noch Fackeln hin. Zack, können wir nochmal 300 machen hier. Wo bist du, Faust? Da, gut. Hier hast du 50 Blöcke. Ich klopp immer gerne noch einen nach unten. Dann kann man nämlich immer so schön so eine kleine Treppe dahin bauen. Gehen wir das mal angucken. Hat das den Minenflair irgendwie ein bisschen besser? Willst du vorbei? Nee, ich wollte nur so gucken, alles gut. Was war denn? Oh, Betonmischerei brauchst du 30 Skillpunkte. Ja, ist korrekt. Hör mal einen Zombie da oben rumjaulen. Oh, ist ja nicht schlimm. Ja, aber ganz merkwürdig. Wenn ja nur. Achso, das ist auch schon fertig. So. Fleisch kommt weg. So. Wie schaut's denn aus mit unserem Metall? Jawohl, das haben wir schon mal. Ah ja. Die rennen gerade in die Spikes, die Idioten. Ja, sollen sie mal ruhig machen. Alles halb so wild. So, Steel Pickaxe mache ich mal direkt 4 Stück. Der Tag bricht doch wieder an. Das ist so geil. Sollen wir nächste Folge mal wieder loslooten? Ja, würde ich sogar sagen, jetzt wo wir auch mobil sind. Ja, Schock bestimmt. Ja, und ich gehe in jeden Baum, fahr der irgendwo. Ja. Das wird noch lustiger. Aber fahr nicht in Wasser rein. Das nee, nee, ja. Also versuche ich nicht da reinzufahren. Also mit Absicht mache ich es nicht. Ich habe es mal mit Absicht versucht. Ja, Faustus wollte nicht hören auf mich. War scheiße. Ich hab zu ihm gesagt, fahr da nicht ins Wasser. Warum? Weil das bestimmt nicht gut ist, habe ich gesagt. Aber auf einmal hörst du so zwei Minuten später hörst du so, ja, hast recht gehabt, ist nicht so gut. Das Ding war einfach weg. Ja. Und vor allem ich war weit weg, oder? Aber hast du die Teile hast du dort noch rausgekriegt, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Ich jetzt auch nicht. Ich weiß nur, wir waren mal ziemlich weit weg von der Base. Alle mit dem Moped. Ich bin in so ein Erdloch gefahren und hinter mir waren Hunde. Ja, und dann war mein Minibike halt weg. Ist gar kein Stachelzahn. Sind die Hunde dich noch mit ins Erdloch gefallen? Ne, weiß ich nicht. Auf jeden Fall konnten wir die killen. Du, Würdern, bist aber verreckt und ich konnte mit deinem Minibike wenigstens wieder nach Hause fahren, weil das war richtig weit weg von der Base. Ja, weißt du noch, wo mich mal ein Hund gebissen hat, als ich da unterwegs war mit dir? Ja. Ne. So, hier würde ich mein Minibike, gern... wo mein Minibike auch voll weg war. So, meine Picke ist jetzt kaputt. Ja.
Das war jetzt zu häufig. Ja, ich würde hier jetzt gerne so eine Holztreppe hinsetzen, weißt du? Aber ich habe gar kein Holz mehr. Hast du Holz in der Tasche? Nö. Eigentlich liegt noch was in. Ja, dann hole ich was. Picke ist auf jeden Fall im Baum. Müsst ihr mal gucken in der Workbench. Ich weiß nicht, wie weit die ist. Ja. Ich guck mal wegen Holz. Nein, kein Holz mehr da. Mal die ganzen Zombies, die auf den Zäunen liegen. Ja, auf den Spikes. Macht halt mal. Ja. Und direkt kaputt kloppen und dann kannst du ja vielleicht auch noch reparieren, wenn du Zeug hast dafür. Ja, ich habe eben einen Baum getötet, um... Du hast einen Baum getötet? Ja. Unglaublich. Ja, ich weiß. Du bist so krass. Du bist so krasse Frau. Nee, Holz ist hier leider nirgendwo. Dann nimm dir was auch sofort. Ich habe da einen 1000er Stack extra reingepackt, damit man sich immer was nähen kann. Hätte da extra was reingelegt, nochmal. Ja, kann sein, dass ich das genommen habe und in die Forge gelegt habe. So was mache ich, eiskalt. Das ist der Kackfrüchte-Typ. Ja. Ohne Rücksicht auf Verluste. Kann ich tatsächlich nicht rausnehmen. Ah, jetzt auf einmal. Komische. Kann ich die auch dazu packen? So, ich brauche Beton. So. Ist in Arbeit. Was heißt denn Treppe? Steps? Hey, der ist oder nicht? Der ist. Alter, wieso ist denn hier Caps Lock an? Step. Ach, der ist. Ja, ist ja gut. Star Iris. Nee, den nicht. Das hier nehmen wir. Das hat so einen guten Mean Flair. Würde ich sagen. Wah! Oh, Kreischerin. Warte, ich muss jetzt mal kurz laufen. Du bist der gelbe Punkt, ne? Da bist du. Na ja, Kreischerin, ich mach dich kaputt, du. Guck wieder auf. Da kommt von rechts auch noch ein Kriecher auf dich zu, Ruby. Ha? Das hat doch Stil, oder, Nexus? Oh, das hat richtig Stil. Wisst ihr, so hatte ich das nämlich bei mir auch, das fand ich cool. Leider habe ich ja keine Picke mehr. Sonst würde ich dir helfen. Hier ist nämlich weiß ja nicht, wie lange. Hier ist sogar eine Metallader. Ich glaube, Wo? Hier links. Das ist Blei. Ja. Blei ist ein Metall. Ja. Du Scheißer. Keiner mag Besserwisser. Ja, aber alle mögen Vöderl. Das ist auch korrekt. Aber auch nur, wenn hier meine Rekordlampe rot leuchtet. Sonst nicht, sonst hast du ihn. Sonst nicht, genau. Alter, ich muss unbedingt mal wieder Stamina aufbauen. Ja. Nee, hier nicht Stamina, sondern Wellness, meine ich doch. Wieso redet ihr denn von Stamina? Weiß ich nicht, du hast damit angefangen. Weil wir gar keine Ahnung haben. Achso, ja, stimmt natürlich. Entschuldigung. aber die Stamina kannst du ja in der nächsten Folge machen. Wieder soweit. Schallert schon wieder soweit, sie? Oh, ich baue doch gerade einen Eingang. Ja. Und baue einen Ausgang. Dein Eingang wird dein Ausgang sein. Mein Freund. Mein Sohn. Mein Freund. Ja, und das ist die letzte Folge dieses Jahr. Tatsächlich. Ist das so? Ist das schon so spät an der Uhr? Ja. Ich bin nur die drei Viertel dabei. Oh, ja, das tut mir... Das ist echt schade eigentlich tatsächlich. Dann würde ich sagen, wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ein Ups. Nee, ein Ups. Nicht. Doch. Viel Knaller und viel Bier. Und immer Flöten. Flöten? Oder Flöten. Achso. Auch. Die Flötenhöten. Was? Hä? Was reden wir denn jetzt da? Hallo? Ja, wir sind halt behindert. Sind wir da? Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sind raus. Guten Rutsch nochmal. Genau. Tschüss. Ciao.